Ich kann sie mit dem Ding verprügeln. Bam! 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 Okay, wir kennen doch die Statuen hier. Das hier ist anscheinend ein Siegel, das das Ding hier verstopft. Deswegen können wir die Statue auch nicht zum Leben erwecken und da reingehen und das finden, was da drin ist. Okay, alles klar. Wir müssen der Ollen helfen, dass sie sich erinnert. Dazu müssen wir aber erstmal hier raus aus dem Loch. Ich nehme natürlich den Expressweg, weil ich zu faul bin, da jetzt hochzuklettern. Okay. Wir müssen mit der Ollen Thelma reden. Na? Wissen wir das? Ja, ja, gut. Aber wichtiger ist jetzt, bitte bringt Thelma diesen Brief. Na, 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 na. Okay. Wir bringen Thelma den Brief. Wer jetzt der Brief. Wieso? Wart, wieso muss das nicht der Briefträger machen? Das ist eine Frechheit. Der Olle hockt da irgendwo rum und lässt sich's gut gehen und was weiß ich. So. Keine Ahnung, warum ich immer hier drauf gehe, wenn ich warpen will, aber ja. Können wir hier genauso machen, ist kein Problem. Und Abfahrt. Und Rückverwandlung. Die Framerate geht runter, ist doch scheiße. Ja, nee, ist ein Scheiß. Tja, ja, ja, was gibt's denn bei euch so, ne? Schreibt's mal in die Kommentare, was es bei euch so gibt. Schönes Wetter, gutes Wetter, schlechtes Wetter, man weiß es ja nicht. Bei mir ist gerade kein Wetter, also es ist, ja, ist normal halt. Trocken, ein bisschen sonnig, ein bisschen bewölkt manchmal. Naja, das Übliche halt. So. Ach, der guckt jetzt auch wieder ganz fröhlich. Meinem Papa geht es wieder gut. Endlich ist unser Laden wieder geöffnet. Oho, du bist doch der Junge von neulich, oder? Dank deiner Hilfe können wir hier endlich wieder unseren Geschäften nachgehen. Für dich gibt es einen Sonderrabatt auf unser Quellwasser. Sind 20 Rubine für dich okay? Jo, können wir machen. Nu, wenn du keine Lehre. Was war das denn? Ja, mit was sind unsere Flaschen gefüllt? Luxussuppe, Und eine Fee. Ja, ich glaube, da müssen wir wohl eine Flasche leer machen. So. Jetzt Quellwasser. Lalalala. Es füllt alle Herzen wieder auf. So, und das geben wir jetzt diesem einen Typen da. Da unten war ja so ein Gorone gestanden, ne? Da bin ich jetzt noch nicht drauf eingegangen, aber ich weiß es eben. Weil ich ja das Spiel schon mal durchgespielt habe. Dem können wir das geben und dann räumt er den Schuttberg da unten weg. Oder haben wir mit dem schon mal gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber schon. Oh, da bist du ja. Aber schau dir mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Irgendwie duftest du nach Quellwasser. Wenn ich das trinken und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen schon beseitigen. Wenn du hier durch willst, würdest du mir vielleicht das Quellwasser geben, das du da bei dir hast? Jo, da nimm nur einen ordentlichen Schluck. Ah, hau weg die Scheiße. Jawohl, das gibt Kraft und Saft. Also dann, ich werd mich gleich ans Werk machen. Komm später wieder. Brumm, brumm, brumm. Oh, ich krieg Schaden. Oh, ich krieg keinen Schaden. Und boom. Und boom. Boom. Bang. Boom, Baseball, Baseball, Baseball. Da
Da hinten kriegen wir noch Rubine, oder? Kriegen wir da noch mal Rubine? Will ich die mal ganz gerne wissen. Will mal ruhig gucken. Oh, ja. Yeah. Ah, ups. Ah, der war zu weit weg. So, da müsste aber passen jetzt. Jawohl, die Umsatzbeteiligung ist hier exzellent. So, einmal kurz aufgeräumt. Ach ja, genau, jetzt fällt es mir gerade so ein. Der Geist, der 19., die 19. Geisterseele, die war übrigens hier. Da war der Geist und ich habe den einfach mal umgelatzt, weil ich nämlich diesen Käfer da unten fangen wollte und der Typ hat mich einfach genervt. So, und übrigens wollte ich mal versuchen, an die Kiste da drüben ranzukommen oder mal da hochzukommen. Hallo? Funktioniert das? Nein, leider nicht. Aber irgendwie kommt man da hoch. Ich weiß nur nicht mehr wie. Weil irgendwie muss man ja an die Kiste da dran kommen, ne? Ich will wissen, was da drin ist. Wie kommt man denn an die blöde Kiste ran? Da oben können wir als Wolf drüber balancieren, aber hat es was zu sagen? Ich weiß es nicht. Ah, da. Ja, ja. Alles klar. Pass mal ob. Schwupp. Na. Okay, jetzt. Okay, jetzt haben wir es getriggert. Alles klar. Ach nee. Okay. Okay, alles klar. Yep, ich hätte nicht runterfallen dürfen. So, pass mal ob, dann machen wir das jetzt nochmal so. Komm hoch. So, und jetzt müssen wir irgendwie... Da drüben ist eine Kiste, da drüben ist was, da ist was, da müssen wir gucken. Halt, als Wolf muss ich mich transformieren, so. Da gehen wir dem Geheimnis mal auf die Schliche. So, hier können wir drüber, ja. So weit, so gut. Okay, dann wieder zurück zum Menschen. Und erstmal runterfallen, damit es noch länger dauert, jawohl. Das war ja mal wieder so klar. Ach nee, jetzt klappt's nicht, ich glaub's nicht. Ach, Leute, jetzt war ich doch oben. Nächstes Mal mache ich wieder so ein blödes Save-Game über den Emulator, das ist doch ganz praktisch. So, jetzt hat's geklappt. So, als Wolf verwandeln, ja. Dann laufen wir da drüber. So, verwandeln uns zum Menschen zurück. Und erstmal speichern. So, genau, da ranhängen und jetzt können wir uns hier rüber hangeln. Genau, das dauert nur ein bisschen. Tja, wir haben ja Zeit, ne? Tja, naja, und wie geht's euch so?
Naja, da bin ich auch froh. So, endlich haben wir es geschafft. Da war doch gerade eine Kiste. Jetzt die Kiste. Ach, jetzt ist die Kiste da. Das ist ja sehr merkwürdig. So, was haben wir da drin? Einmal zurückverwandelt und Kiste auf. Uiuiuiui. Geld. Geld ist immer gut. Was hat denn da hinten geblinkt? Nix. Da ist der Metroideneinschlagskrater. Aber wie kommt man da unten an die Kiste? Wie soll man da bitte schön rankommen? Ich habe da keine Ahnung. Schreibt's mir mal in die Kommentare. Wenn nicht, dann... Ich habe hier gedacht, hier so irgendwie. Aber nee. Muss doch da irgendwie rankommen. Gibt's da irgendwie einen Geheimgang oder so? Weil hier ja so eine Mulde ist. So eine Mulde ist ja hier. Vielleicht tut sich da irgendwie mal ein Geheimgang auf. Ich weiß bloß nicht wie. Moment mal, wir sind noch hier Hyrule Süd. Ich will das jetzt mal ganz kurz wissen. Ich gebe das jetzt mal in Google ein. Zelda Twilight Princess Kiste in Süd Hyrule. Gucken wir mal kurz. Genau. Alter, was sind das für komische Geräusche, wo da manchmal kommen? Das macht einem ja Angst. Ah, man muss da mit dem Gleiter hin und da sind nur 100 Rubine drin. Ah. Das ist ja interessant. Das wusste ich ja auch noch nicht. An welcher Verbindung? Ach, meinen die das da unten? Ah, ah. Ah.
Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ja, auf das muss man erstmal kommen. Das ist ja mal wieder so typisch Zelda-like. Einfach mal wieder rotzefrech. Ja, und da haben wir es geschafft. Ist ja leicht. Geil. 100 Rubine, jawohl, ja. Super. Naja, haben wir das Geheimnis auch gelüftet. Jetzt wisst ihr, wie man da hinkommt. Super. Eine halbe Stunde aufgenommen, noch nichts gemacht. Hauptsache 200 Rubine auf dem Konto. Ja. Ich muss da anders warten. Ich will mir das einfach mal angewöhnen. Ich will nicht immer die gute Mittner da belästigen. Ach ja, wir sind ja wegen was ganz anderem hier. Hätte ich fast vergessen. Aber ist gut zu wissen. Vielleicht ist ja die Kiste wieder da, dass wir dann nur unendliche Rubinen vorkommen. So, also gut, dann mal hier rein. Kielmas Wirtshaus, Wirtshaus. So, pass auf. Hier kriegst du Brief. Da gucken wir. Wow, der ist ja von Leonard. Aber steht da etwa gar nichts über mich? Na, was soll's. Hauptsache, ich weiß jetzt, was Sache ist. Also gut, Ilya braucht unsere Hilfe. Aber so viel ich weiß, ich auch nicht. Nur, dass es der Arzt war, der Ilya ursprünglich hierher gebracht hat. Vielleicht weiß er ja etwas. Allerdings, nun ja, er ist ein wenig verschwiegen. Am besten du zeigst ihm das hier, ein magisches Papier, das schwierige Menschen gesprächig macht. Du erhältst eine Rechnung. Ich hoffe, ihr fällt bald alles wieder ein. Findest du nicht auch, Kevin? Ja, mein Vorleseskill ist auch mal wieder hervorragend heute. Das ist mal wieder, ja. Man merkt, es ist schon etwas spät. Allerdings nicht so spät, wie der Emulator wahrscheinlich beim Speichern wieder anzeigt. Verstehe ich auch nicht, nach welcher Uhrzeit das da läuft. Ist ja egal, Hauptsache der speichert einfach den blöden Mist und fertig. Die Ambulanz, die hatten wir ja da drüben im Osten oder Westen oder was weiß ich, hier drüben auf jeden Fall. Ach, im Osten. Ah, geh weg. Was? Was zum? Ist das nicht der kleine Held, der den Zora-Jungen gerettet hat, obwohl ihm das so gar nichts einbringt? Was für dich her? Eine Untersuchung? Aber Geld hast du doch wohl. Geh dich einen Scheißdreck an. Übrigens, diese kleine Ilya, sie hat nicht zufällig über mich gesprochen? Hat sie noch nicht, ja? Hast du was damit zu tun? Da hast du mal. Warte noch ein wenig. Ich zahle ja. Fast hatte ich das Geld schon beisammen. Hatte ich die Schnitzerei von dem Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Aber dann habe ich Medizin über die Schnitzerei verschüttet und dann hatte sie so gestunken. Natürlich habe ich sie sofort zum Trocknen nach draußen gestellt, aber dann hat sie mir irgendwer gestohlen. Unglaublich, nicht wahr? Die Leute stehlen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt. Ja, das kennen wir irgendwoher. Jedenfalls ist hier keine Schnitzerei und Geld habe ich auch keins, also kann ich dir auch nichts zurückgeben. Also gut, arbeiten. Was ist denn hier? Aha! Das ist ein Geruch.
Tja.